Dann sagen wir herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Samstag geht's wieder los. Wir rechnen mit 10.500 Zuschauern gegen den KSC. Wir bitten wie immer um eine frühzeitige Anreise, damit die Einlasssituation entspannt ist. Und ich begrüße unseren Trainer Stefan Rutenbeck. Ja, und bitte dich dann auch gleich um den Ausblick auf das erste Spiel. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Ja, Ausblick auf das nächste Spiel. Mit dem KSC kommt eine Mannschaft, die ja in der Relegation gescheitert ist, sehr, sehr unglücklich. Wenn man sich die erste Elf anschaut, so wie sie gespielt hat gegen Malaga in ihrem letzten Testspiel, dann hat sich da nicht ganz so viel verändert, auf zwei Positionen vielleicht. Aber auch da gibt es noch Möglichkeiten für Veränderungen. Yamada war zum Beispiel nicht mit dabei gewesen. Ja, es kommt eine eingespielte Mannschaft nach Fürth und eine Mannschaft, die, glaube ich, auch wieder den Anspruch hat, wieder ganz oben dabei sein zu wollen. Und wir müssen wachsam sein. Wir dürfen von Beginn an nicht die Fehler machen, so wie wir sie gemacht haben gegen Celta Vigo, als wir einfach nur auf Offensivspektakel ausgewiesen sind. Und wir müssen halt auch die Balance finden, so wie ich es auch formuliert habe, nach dem Spiel zwischen Offensive und Defensive. Denn der KSC kann sehr, sehr unangenehm sein. In dieser Trainingswoche, meiner Meinung nach, richtig gut gewesen. Die Jungs trainieren mit unheimlich hoher Intensität, sodass wir heute auch mal rausnehmen müssen. Und ja, die Mannschaft ist absolut heiß und will unbedingt loslegen. Freut sich auf das Spiel gegen Karlsruhe SC. Wir haben außer unsere Langzeitverletzten alle an Bord. Von dem her, ja, freuen wir uns und wir können loslegen. Loslegen könnt auch ihr jetzt mit den Fragen. Nico Gehlef macht den Anfang. Herr Rutenbeck, Sie haben es angesprochen, der KSC ist in der Relegation gescheitert. Oftmals tun sich Mannschaften dann nach so einer extremen Erfahrung ein bisschen schwer, in Tritt zu kommen. Ist das ein Vorteil für Ihr Team vielleicht? Oder Sie sagen, der KSC hat den Anspruch, wieder vorne mitzuspielen. Sind die dann auch damit gleich Favorit irgendwie am Samstag? Ja, erstmal muss man sagen, vom Papier her ist der KSC, wenn Sie haben das ja auch, glaube ich, relativ klar formuliert, habe ich irgendwo auch gelesen gehabt, dass wir wieder den Anspruch haben, auch oben mit dabei sein zu wollen. Einer von den Mannschaften halt, die dann auch in solchen Spielen Favorit sind. Punkt. Nichtsdestotrotz ist Heimspiel und wir wollen jedes Heimspiel gewinnen. Da kann der FC Bayern München im Pokal irgendwann mal hier erscheinen. Das ist uns egal. Wir haben den Anspruch, unsere Heimspiele definitiv zu 100% für uns erfolgreich zu gestalten, egal wer da kommt. So habe ich es immer gehalten. Wir wollen für ein Spektakel sorgen hier in Fürth. Und deswegen gibt es da, egal welcher Gegner da kommt, also das ist völlig egal. So wollen wir auftreten. Wenn man so auftreten will, garantiert das natürlich nicht immer ein Top-Ergebnis. Das muss auch jedem klar sein. Aber es zeigt an, in welche Richtung es gehen soll. Ich erzähle ganz einfach was von Aktionismus. Und dann kommt der KSC, die noch eine Woche weniger Vorbereitung gehabt haben als wir. Und ich sage dann, gucken wir mal, wollen vielleicht auf 0-0 spielen. Damit werde ich unglaubwürdig meiner Mannschaft gegenüber. Und das wird auch nicht gerecht den Fans, die ins Stadion kommen werden. Also wir haben den Anspruch, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Egal, wer Favorit ist. Dieter Bracke. Ist es für Sie als Trainer leichter, eine Mannschaft nach einer Niederlage im letzten Testspiel einzustellen, als nach einem Sieg in 10 Siege? Ist es leichter, die Spieler wieder runterzuholen? Auf jeden Fall ist dann die Mannschaft sogar ein bisschen mehr darauf sensibilisiert, auf die Schwächen, die sie hat. Ja, wenn diese so aufgelegt werden in so einem Spiel, dann kann man das halt nochmal klarer ansprechen. Ja, also wir haben eine Top-Vorbereitung gespielt und trotzdem waren aber in fast jedem Spiel auch Dinge zu erkennen, die uns nicht gefallen haben. Und wenn man dann aber dann 5-1 gewonnen hat, dann ist es schwierig, der Mannschaft natürlich das auch an die Hand zu legen, weil sie einfach dann auch im Hinterkopf haben, aber wir haben 5-1 gewonnen. Genau, und in dem Zusammenhang, glaube ich, war es zu hoch, die Niederlage für uns. Ja, das 5-1-Niederlagen tun nie gut zu Hause, das ist auch klar. Aber Fakt ist auch mal, das kam jetzt nicht von irgendwoher, sondern wir haben schon auch im Vorfeld gesehen, dass wir an gewisse Schwächen noch haben. Und jetzt müssen wir an den Dingen feilen. Und die Mannschaft, so wie ich es gesagt habe, ist absolut sensibilisiert darauf, diese Schwächen auch entsprechend auszumerzen. Florian Pümmern. Dieses neue System ist natürlich auch ein Lernprozess für viele der Spieler.
Wie weit, glaubst du, sind die Jungs schon am Samstag? Wie lange wird diese Entwicklung noch andauern? Wir haben einen Weg eingeschlagen. Wir wollen ein bisschen was verändern, wollen gerade in der Offensive ein bisschen torgefährlicher werden, mehr Tore erzielen. Ich glaube, dass ein Trainer halt trotz all dem immer noch mal so die Art und Weise reflektieren muss aus der Vorsaison. Und zwar, das mache ich gerne im Halbjahresrhythmus. Also das heißt, ich habe mich mit der Rückrunde von uns im letzten Jahr beschäftigt. Und das ist einfach Fakt, dass wir, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in 17 Spielen 12 Tore geschossen haben. Waren die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft, haben aber wenig Gegentore bekommen. Ich glaube, von den Gegentoren her sind wir sogar im oberen Drittel gewesen. Das sind ja klare Indizien, woran man arbeiten muss. Und ich glaube, das war auch aufgrund des Spielerpersonals, was ich mir dann im Vorfeld auch dann angeschaut habe mit meinem Trainerteam, wir dann entschieden haben, dass dieses 4-3-3 mit Ball einfach auch dem gerecht wird von der Qualität der zentralen Mittelfeldspieler. Wir haben da eine ganze Menge Jungs rumlaufen, die, glaube ich, auch, die auch nach auf der Bank sitzen werden, die woanders auch auflaufen würden. Also genau da haben wir enorme Qualität und wenn wir dann davon drei einbinden können, umso besser. Florian? Nach dem letzten Test gegen Vigo gab es noch ein paar Fragezeichen bei dir in deiner Aufstellung. Wie viele von den Fragezeichen haben sich denn jetzt gelüftet? Also was ist denn klar? Personell. Ja, ein paar Fragezeichen haben sich schon gelöst. Das ist auch klar. Also es waren auch da der ein oder andere, wo ich sage, er ist noch nicht so weit für die Startformation. Auch ganz klar. Also ich glaube, wir haben jetzt noch zwei Trainingseinheiten, wo auch nochmal das 10 gegen 10 nochmal gespielt, trainiert wird, wo ich dann auch nochmal für mich dann nochmal so sehe, wer ist in Form, was auch wichtig ist. Wenn du von mir eine Zahl haben möchtest, wie viele Fragezeichen es nicht mehr gibt, dann sage ich dir, 9 Positionen sind im Trainerteam relativ klar. Martin Schano. Heißt es, dass Kumbela und Schröcki durchaus ein Thema für Samstag sein können? Also Stefan Schröck auf gar keinen Fall. Also Stefan Schröck ist ja, macht jetzt das erste Mal so Spielform mit als neutraler Spieler. Der ist ja noch gar nicht so richtig integriert im Mannschaftstraining. Also, das dauert noch 2-3 Wochen, denke ich mal, bis er da ein Thema wird. Also das ist gar kein Thema. Beim Domi Kumbela ist es ein bisschen anders. Domi hat sich auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen da auch weiterentwickelt, hat ja viele eine lange Zeit verpasst, leider in der Vorbereitung aufgrund der Verletzungen. Und gerade ist es so, dass er halt die Trainingseinheiten am Stück mitmachen kann. Das ist gut. Aber er sagt selber, er ist halt noch nicht bei 100%. Wir reden hier von 85-90%. Und haben auch gemeinsam gestern nochmal kurz im Gespräch erläutert, dass wir so Aue als das Spiel sehen, wo er dann auch wirklich Thema ist. Ob wir ihn dann schon vorher mit auf die Bank nehmen oder nicht, müssen wir halt schauen. Aber auch ein Domi muss halt, oder wir müssen dem Domi auch da gerecht werden. Also er muss bei 100% sein, um der Mannschaft zu helfen. Ansonsten gibt es da nur Irritationen innerhalb des Kaders, bei denen, die dann nicht dabei sind. Aber auch beim Domi, weil er einfach noch nicht das abrufen kann, wofür er steht. Aber das ist mit Domi auch schon so ein bisschen abgesprochen. Und er ist da, sieht das genauso und absoluter Vollprofi, arbeitet knüppelhart im Moment. Und ja, Aue steht. Da wollen wir ihn das erste Mal sehen. Florian Pöllmann. Wie weit lässt sich die Situation von Domi Kumbela mit Berisha vergleichen? Der ist natürlich körperlich fit, hat jetzt allerdings dann auch eine Woche gefehlt. Haben sich da so die Automatismen langsam, Laufwege, stimmen die langsam? Hat er sich da verbessert jetzt in der Woche? Also eine Woche... Ist das ein Thema? Also ja, klar ist das ein Thema. Ne? Zu überlegen halt... ob er die Abläufe so drin hat wie andere halt, ganz klar. Aber wir haben mit ihm trotzdem halt gearbeitet halt auch und die Woche ging einfach nur darum, dass der Veton nicht übertrainiert ist. Also wir mussten ihn einfach rausnehmen, weil sonst einfach dieser Effekt des Übertrainings
da entstehen kann. Ne? Also er hat ja keine Sommerpause gehabt, hat durchgespielt und wir mussten ihm einfach auch da eine Pause zugestehen. Und Beton definiert sich jetzt im Moment noch über seine Athletik. Das Spielerische, das muss er noch weiterentwickeln. Das heißt, wenn er sich über die Athletik definiert, dann müssen wir halt da genau da aufpassen. Und um ihn dann in einem guten Zustand zu haben, war diese Pause halt für ihn elementar. Und er hat jetzt aber ganz normal mittrainiert, ist in der Konkurrenzsituation. Und jetzt werden wir einfach mal schauen. Und er... ob er dann jemand ist, der dann in der Anfangsformation steht, ja, ist eins von den beiden Fragezeichen, die ich habe. Florian Pümmern. Die Geschichte mit Ilya Semih hat sich jetzt glücklicherweise zumindest mal aufgelöst. Er darf ja weiter hier sich an einem Comeback versuchen, ich sage es mal vorsichtig. Gibt sowas in der Mannschaft nochmal einen Schub? Das war ja auch eine sehr emotionale Geschichte letztes Jahr mit dem Illy, das Ganze, wie das passiert ist. Hat sowas positive Auswirkungen? Spürst du da was? Also erst einmal muss ich sagen, ziehe ich den absoluten Hut vor dem Verein. Bei allem Profitum, was es gibt, hat man da gerade so eine menschliche Seite gezeigt, die, glaube ich, im Profibereich nicht immer unbedingt typisch ist. Also da ziehe ich da wirklich den Hut vor. Also das ist, glaube ich, sehr untypisch. Und ja, ich finde es erstmal klasse, dass man nach der schweren Verletzung, nach dem schlimmen Unfall, auch von der Langfristigkeit des Vertrags, also ein Zweijahresvertrag, ihn angeboten hat oder jetzt auch angenommen hat, ihm die Möglichkeit gibt, sich wieder zu integrieren, über die U23 natürlich auch. Also das ist schon eine Sensation, finde ich super. Und er nimmt es halt an, arbeitet daran und da müssen wir einfach schauen, wo der Weg dann hingeht. Er ist zu weit weg von der Mannschaft. Es hat sich ein bisschen was entwickelt natürlich in den letzten 4,5 Wochen. Wir waren im Trainingslager, wir hatten trotz all dem wieder eine Fluktuation gehabt. Wir haben einige neue Spieler mit dazu, die ihn ja gar nicht kennen. Es hat sich was Eigenes entwickelt, deswegen... Ist es positiv, dass dann die Spieler auch wissen, dass so ein Verein wie Fürth einfach die Jungs auch nicht fallen lässt? Das ist positiv, aber so emotional ist es vielleicht nur für die, die mit ihm auch schon jetzt länger zusammen zu tun haben. Also, aber es hat jetzt keinen direkten Einfluss aufs Gebilde. Gut. Dann sagen wir an der Stelle herzlichen Dank fürs Kommen, wünschen jetzt noch guten Appetit, einen schönen Donnerstag und bis spätestens Samstag wieder. Tschüss. Tschüss.